Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Medien und Altparteien Vorwürfe, die sie nicht entkräften können, scheinbar doch entkräften. Sie probieren eine Art Zaubertrick, oder zumindest soll der Zaubertrick verfangen bei dem Zuschauer. In diesem Beispiel geht es darum, wie sie mit dem Vorwurf der unlauteren Berichterstattung umgehen, der unausgewogenen Berichterstattung. Dieser Vorwurf steht ja schon seit Jahrzehnten im Raum. Sie wollen nun den Anschein erwecken, sie setzen sich mit diesem Vorwurf auseinander und können den Vorwurf entkräften, ihn gar als absurd hinstellen. Und im Gegenteil sind diejenigen, die den Vorwurf erheben, sind Hetzer, Spinner. Im Folgenden zeige ich euch einen Videoausschnitt eines Phoenix-Interviews am Rande des AfD-Parteitags in Braunschweig Anfang Dezember. In diesem Video zeigen Sie genau das systemische Problem, das Sie mit den Öffentlich-Rechtlichen haben. Sie bestätigen ungewollt genau die Vorwürfe, die Ihnen gemacht werden. Es gab ja hier vorhin gerade einen massiven Angriff auf eine ZDF-Sendung, das ZDF-Magazin Frontal 21, durch Jörg Meuthen, der von lausigem Journalismus gesprochen hat. Überhaupt das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist hier massiv angegriffen. Phoenix ist auch öffentlich-rechtlich. Kein Sender überträgt den Parteitag so lange wie wir. Diese bekannte Abneigung, auch die Abwertung oder zum Teil auch Herabwürdigung gerade des öffentlich-rechtlichen Fernsehens durch die AfD, was steckt da dahinter? Was will man damit eigentlich erreichen? Denn man braucht ja auch Medien, man muss sich ja auch nach außen darstellen können. Ja, im Grunde steckt da ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Medien dahinter, ist meine Vermutung, weil man glaubt, dass die Medien nicht unabhängig sind in unserem Staat und dass sie eben von der Politik, wird ja gerne durch die AfD dann auch gesagt, gesteuert seien, aufgrund der Beteiligungen teilweise von Politikern in Aufsichtsräten, gerade beim ZDF, beziehungsweise die Besetzung von Rundfunkräten durch Politiker. Oftmals wird als Beispiel ja auch genannt die Frage, beziehungsweise der Faktum, wie viel die SPD Einfluss hat auf diverse Medienhäuser und wo sie darin sitzt. Gleichwohl gibt es natürlich eine gewisse Verflechtung zwischen Parteien und öffentlich-rechtlichen Medien und auch Printmedien in unserem Land, das ist der Fall. Aber die Frage, die sich grundsätzlich zu stellen hat, oder die man sich grundsätzlich stellen muss, ist letztlich, haben diese Politiker über ihre Aufsichtsratsfunktionen tatsächlich einen Einfluss auf das Programm? Ich glaube nein, denn gerade beim Fernsehen ist es ja doch wirklich so, dass die Programmdirektoren und die Intendanten da das Sagen haben und eben nicht irgendein Aufsichtsratsvorsitzender oder der Rundfunkrat. Es geht ja da wesentlich, der Rundfunkrat macht ja im Wesentlichen die Rundfunkstaatsverträge, also die Aushandlung dessen, wie tatsächlich das Verhältnis zwischen Politik und Medien ausgestaltet ist, beziehungsweise wer wie viele Sendeplätze und so weiter kriegt. Und da geht es ja gar nicht darum, um das Programm und deren Ausgestaltung und die Sendungen, die tatsächlich gemacht werden. Also im Grundlegenden, ich nehme das mal als ob dann Zweifel, ein großes Misstrauen, um daran anzuknüpfen, bei der Partei vorhanden ist, über die Unabhängigkeit des Journalismus bei uns. Und die Frage, ist die Pressefreiheit überhaupt so, oder wird die Pressefreiheit eingehalten? Es gibt ja eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nämlich Staatsferne. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist keine staatliche Institution. Aber ganz offensichtlich verfängt ja diese Propaganda der AfD bei einigen. Es gibt in Umfragen, dass 38%, glaube ich, glauben, wir seien tatsächlich Staatsmedien. Wenn man jetzt sieht, wie die Verfassungswirklichkeit ist, Sie haben es ja gerade skizziert, und wie wir arbeiten, und trotzdem ist diese Meinung weit, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung verbreitet. Woher kommt das, dass man der AfD ausgerechnet das glaubt? Das ist schwer zu sagen. Ich könnte da jetzt nur orakeln in die Glaskugel schauen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch genug Studien, die zeigen, dass gerade den klassischen Medien am meisten noch vertraut wird. Gerade dem Fernsehen und vor allem den Printjournalisten, den Zeitungen wird noch mehr Vertrauen entgegengebracht und meistens Vertrauen als beispielsweise Online-Medien oder dem Internet, was eher skeptisch gesehen wird. Also insofern ist da noch nicht aller Tage Abend oder irgendetwas, aber es ist wirklich schwierig, das so herauszuarbeiten, diese Frage, warum glauben die Menschen dieser Falschinformation der AfD, kann ich Ihnen ganz ehrlich gesagt nicht beantworten. Was ist in diesem Video geschehen? Zunächst wird der Vorwurf aufgegriffen in relativ allgemeiner Art und Weise. Es wird nicht konkret gesagt unausgewogen, unlauter. Es wird der Vorwurf von der AfD aufgegriffen, die Medien würden nicht berichten, nicht gut berichten, würden lausigen Journalismus betreiben. In diesem Fall ging es um Frontal 21. Jetzt kommt der Trick. Das Thema wird jetzt umgelenkt. Es geht nicht um das Unausgewogene, sondern es geht jetzt um das Motiv. Irgendein AfDler hat als Motiv vorgegeben, oder einige haben das, die Medien seien staatsgelenkt oder der werden vom Staat beeinflusst. Und im Folgenden widmet sich Frau Brucki nur noch diesem Vorwurf, der meiner Meinung nach fragwürdig ist, der sich nicht beweisen lässt. Und der meiner Meinung nach auch nicht der Kern ist, aber auch nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, dass die Medien unausgewogen berichten. Das ist das eigentlich Schlimme und das ist das Problem. Und eigentlich müssten sich diese Journalisten ja selbst die Frage stellen, woher kommt das? Aber dass sie täuschen, dass sie auch hier bewusst täuschen, und da zeigt sich genau das Problem der Medien. Genau das Problem der Medien offenbart sich in diesem Interview. Diesen Vorwurf, diesem Problem, dem gehen sie gezielt aus dem Weg.
sondern insinuieren beim Zuschauer eine Verknüpfung. Wenn die Medien staatsgelenkt sind, dann ist die Berichterstattung unausgewogen. Wenn sie nicht staatsgelenkt ist, ist die Berichterstattung automatisch ausgewogen, dann ist auch damit der Vorwurf ausgeräumt. Diese Verknüpfung probieren sie beim Zuschauer zu insinuieren. Also sie wollen den Eindruck erzeugen, jetzt indem wir jetzt den Vorwurf ausräumen, die Medien sind nicht staatsgelenkt und das als Fehlvorstellung entlarven oder einfach zeigen, dass es da keine konkreten Hinweise gibt oder keine genug tragfähigen Hinweise. Und meiner Meinung nach stimmt das auch sogar. Probieren Sie damit den Eindruck zu erzeugen, damit ist alles erledigt. Damit sind die Vorwürfe vom Tisch. Alle, die die Medien kritisieren, also sie tun so, als wäre das die zentrale Medienkritik. Und alle, die die Medien kritisieren, sind Spinner. Also das probieren Sie automatisch zu erzeugen, dass der Zuschauer sich das denkt. Das sagen Sie nicht direkt, aber das probieren Sie zu erzeugen. Also nachdem ich das Interview gesehen hatte, hatte ich den Eindruck, okay, jetzt sagen Sie, die Medienkritiker sind Spinner. Aber in Wahrheit haben sie nur diesen einen Vorwurf aufgeräumt und das andere haben sie gar nicht erwähnt. Darauf sind sie gar nicht eingegangen. Haben aber probiert, den Eindruck zu erzeugen, sie hätten das getan, obwohl sie es gar nicht getan haben. Indem sie so selbstverständlich geredet haben, das ist als Medienkritik, ist Spinnerei, die AfD spinnt, wenn sie die Medien angreifen, ist billiger Populismus. Und so machen sie es bei vielen Dingen. Ganz wichtig ist die Themensetzung. Sie probieren, die Themen gezielt zu lenken und nur auf bestimmte Teilaspekte zu lenken und andere Aspekte auszulassen. Dadurch probieren sie eine Fehlvorstellung zu erzeugen oder geben ein Alibi für eine Fehlvorstellung. Es ist ja so, dass das wechselseitig ist. Viele Leute wollen ja die Berichterstattung der Medien aufgreifen, um hetzen zu können. Ein Alibi haben für ihre Hetze. Und zu sagen, das ist ein Alibi, das sie aufgreifen können, wenn sie es wissen, und nur das Alibi aufgreifen können, und sie täuschen aber auch gleichzeitig Leute, die nicht richtig aufpassen. Oder die so vielleicht so in der Mitte sind. Die nicht richtig aufpassen, die denken sich, ja gut, ich habe jetzt mal kurz eingeschaltet, okay, die AfD Spinner, sagen sie ja, okay, nicht staatsgelenkt, ist ja klar, ist ja Schwachsinn. Ja, das ist so ein Trick, und bei anderen Themen wie dem Klima machen sie das auch, indem sie Teilaspekte beleuchten, aber die nicht entscheidenden Teilaspekte. Und die ganzen Kritikpunkte, die waren Kritikpunkte, unter den Tisch fallen lassen. Und da sich ein völlig verzerrtes Bild ergibt, das also völlig unausgewogen ist und die Leute sich eine falsche Realität zusammenbauen, die nicht der Wahrheit entspricht. Ja, ihr könnt ja noch schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut, ihr hört draußen, es ist gleich Silvester. Also, bis bald. Macht's gut.